Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Mir ist gerade noch was eingefallen. Theoretisch können wir den Schild einfach ablegen. Wir werden ihn sowieso nicht benutzen, aber weil es auch überhaupt keinen Unterschied macht, ob wir ihn überhaupt ausgerüstet haben, würde ich sagen, ach komm. Wir können theoretisch doch dran lassen. Ich kann mich auch nicht entscheiden, oder? Wohin laufe ich? Ich sehe nichts. Blitzgraswappenschild, ausgerüstet. So, aber trotzdem die Waffe wieder beidhändig nehmen. Ja. Einfach gleiche Taktik wie vorhin. Wir gehen dann einfach beidhändig dran und versuchen ihn einfach massiven Schaden reinzuknüppeln. Und, wir versuchen zu überleben diesmal. So als Unterschied zu vorhin. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns endlich Gewinnen widmen. Dem Feuerlord. Nicht gut. Hau drauf, Mann. Schlimm. So. Menschenskinder. So, weil wir genügend Zeit haben, werde ich jetzt hier oben eine Heilung verschwenden. Und kein Estes. Weswegen auch immer ich auf die Idee kam, einfach ein Estes zu nehmen. Ich meine, Heilung dauert ewig im Vergleich dazu. Das ist schon sehr viel einfacher, wenn man dann einfach sagt, ja komm, Heilung, bevor der Kampf beginnt, wo ich richtig viel Zeit habe, wo das noch keinen Unterschied zwischen Leben und Tod macht, als dann im Kampf und ich dann einfach direkt abkratze. So. Ja, wir versuchen erst gar nicht zu unserer Leiche hinzusprinten, weil, ja, gut. Oh, unglaublich. Wir leben noch. Okay. Ist es? Nein. Scheiße. Okay. Ist es. Ja, das war nicht ganz optimal. Dass ich nach vorne ausgewichen bin, auch nicht. Ah, das war eine doofe Idee. Das war eine richtig doofe Idee. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber gut, was soll's. Gut, auf jeden Fall klappt es schon mal besser mit einer etwas besseren Rüstung, weil wir doch eher von den harten Attacken getroffen werden, also von den physischen Attacken, anstatt von den, ja, vom Feuer halt. Ich frage mich gerade, ob das auch einen Unterschied macht, wenn wir das nicht ausgerüstet. Moment, wir verbrauchen es erstmal und dann gucken wir mal. Ich habe das voll vergessen, ob das ausreicht, wenn man den nur equipped hat. Okay, so. 21, 22. Wieder mal schnell so runterlaufen. Oder einfach runterrollen. 21, 22, 23. Ja gut, es ist ein bisschen langsamer, glaube ich. Na gut, na gut. Dann lassen wir ihn halt equipped, aber halt nicht ausgerüstet, beziehungsweise für den Kampf. Egal, ihr versteht, was ich meine. Also wir haben ihn einfach nicht als aktive Zweithand, linke Hand dabei ausgerüstet. Aktiv. Würdest du bitte danke... Menschenskinners. Warum treffe ich nicht? So. Der ist tot. So. Der ist jetzt auch tot. Vielleicht sollte ich erstmal die ganzen Seelen equippen, die ich mal gesammelt habe. Damit ich nur auf dem Estus bin und nicht dann aus Versehen eine Seele nehme während dem Kampf. Was auch sehr lustig wäre. Aber egal. Dann beginnen wir den Kampf so wie jedes Mal einfach mit Heilung. Das ist der Bruder von, keine Ahnung, irgendwas um.
Oh, ich hätte auch mal wieder Bock auf Monster Hunter. Oh, Mann. Es gibt so viele schöne Spiele und theoretisch habe ich jetzt Zeit dafür, aber irgendwie doch nicht. Na gut. Schlau wie jedes Mal. Ja, ist ein bisschen. Nein, 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 nein. nicht nach Plan. Ach ja. Gut, dann dürfen wir halt nochmal hinlaufen. Ich glaube, diesmal rennen wir wirklich einfach nur durch. Es geht schneller. Und jedes Mal die Wölfe bekämpfen will ich jetzt auch nicht. Also wir werden noch ein paar Versuche dran sitzen, glaube ich. Noch so bis in 2 Wochen. Im Vergleich dazu wird der Feuerlord gewinnen und ein Witz sein. Das ist echt so. Aber, oh Gott, es tut mir so leid, dass ich den Bosskampf jetzt verkackt habe. Also den... Ah, gegen Manus. Ich meine, ihr habt ihn jetzt überhaupt nicht gesehen. Naja, das zeigt halt, wie sehr ich dieses Gebiet mag. Warum heilst du dich, Elvis? Ist egal. Renn durch. Egal, Ich habe den Kampf gegen ihn gehasst, wie sonst was. Und als ich dann rausgefunden habe, ja, es gibt noch einen ganz viel einfacheren Weg. Du musst ihn gar nicht ganz normal besiegen. Ich hatte mir immer solche Probleme mit denen, auch als ich Sif beschworen hatte, beziehungsweise überhaupt die Chance dazu hatte, ihn zu beschwören, weil, na gut, der Typ ist halt schon ein bisschen schnell und ist immer auf einen zugerusht und Sif, der Spawner, war halt genau in der Mitte der Map. Also bis man Sif überhaupt beschwören könnte als Begleiter, als Helfer, war man eigentlich schon so gut wie tot. Und als ich dann herausgefunden habe, ja, das kann man mal mit Pfeil und Bogen machen, habe ich mir gedacht, jupp, machen wir. Genau so und nicht anders. Nein, wir weichen aus. Zumindest hätte ich das gerne gesagt, dass wir ausweichen, aber wir machen es anscheinend doch nicht. Okay, weg, 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 weg. Oh Gott. Estes. Autsch. Tot. Na gut, das war halt so ein Kombo, wo man nicht ausweichen konnte. Immer wieder gut, was zu trinken. Na gut, dann würde ich mal sagen, laufen wir wieder dahin und versuchen es nochmal. Yay! Ja, das Problem ist, ich müsste jetzt eigentlich nochmal kurz Folgen rendern. Suboptimal. Sehr suboptimal, will ich sagen. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. La 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 la, wir laufen einfach durch, 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 wir laufen einfach durch. Wir lassen uns nicht beeindrucken von diesen Bluthunden, yeah. Wir gehen einfach durch die Tür. Bam. Und keiner kann uns verfolgen. Yeah. Ich will nicht schon wieder, dass ihr eine Woche warten müsst auf die ganzen Folgen. Schneller runter. Andererseits bleibt mir gleich keine andere Option übrig. Wobei es dann halt nur ein Tag wäre, aber trotzdem.
frage mich, ob es irgendeinen Unterschied gemacht hätte, wenn ich... Oh Gott, das war knapp. Das war wieder knapp. Nochmal ist es. Okay, langsam aber sicher. Oh Gott! Nein! Also wir müssen definitiv auf unsere Ausdauer achten. Was ich hier mache, ist eigentlich viel zu knapp. Aber wer hätte das schon gedacht, dass das überhaupt nicht knapp ist? Oh Gott, hier ist eine Wand! Regel Nummer 2, von Wänden fernbleiben. Ich erinnere mich. Ja, es gab solche Regeln. Scheiße. Nein! Ausweichen nach vorne, wenn man so dicht an der Wand steht. Aua. Erstes. Jedes Mal voll heilen, wenn ihr getroffen werdet. Ganz einfach. Scheiße! Das läuft gerade wirklich suboptimal. Aua. Alter Schwede, wie doof war ich denn da jetzt? Er konnte nicht ausweichen. Ja, es passiert halt manchmal einfach so. Doof. Na gut, was soll's. Ich muss wirklich zusehen, dass die Folgen jetzt immer langsam gerendert bekommen. Ja, Mann. Diese Woche macht wirklich alles Probleme. Das ist echt schlimm. Irgendwie habe ich zwar Zeit, aber dann irgendwie doch nicht. Also theoretisch habe ich Zeit. Ich habe zumindest jetzt keine Vorlesung mehr. Praktisch muss ich dann immer noch ein paar Folgen produzieren und nachproduzieren und vorproduzieren und sonst irgendwas machen. Noch ein paar Gespräche wegen dem Praktikum und sonst wie. Aber na gut, was soll's. Bald ist es vorbei. Bald. Und bald habe ich genügend Folgen und dann habe ich wieder ein bisschen Zeit. Alter! Das läuft gerade überhaupt gar nicht gut. Wir sollten uns heilen. Gut, dass wir keinen Schaden nehmen, wenn wir durch Türen gehen. Erstmal Heilung aussprechen. Ich wette, wegen diesem bisschen werden wir jetzt sterben. Definitiv. So, gehen wir nochmal nach unten. Yay! Leiter runterklettern, gleiten, was auch immer. Cool. Und dann rennen wir einfach nochmal zu unserem guten Freund Kalamat. Kalamate. Oder halt auch weg. Natürlich! Ich will auch gar nicht leben. Spiel, vergiss es, ich will gar nicht leben. Ist okay, ist okay. Ich will mich auch gar nicht heilen. Das hast du vollkommen missverstanden. Alter Schwede, das sollte man nicht machen. Alter! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass das solche Attacken kann. Oh Gott. Hätte ich da mein Schild nicht gehabt. Ist es.
Irgendwie ist mein Verbrauch gerade recht hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hilfe! Noch ein Estes! Gut, dreimal gut getroffen. Das ist schon so gut wie fast getroffen. Also fast kritisch getroffen. Erinnerung hat mir gesagt, dass wenn ich genau hier stehe, dass ich da nicht getroffen werde. Warum ist das jetzt falsch? Komm, mach eine fiese Attacke. Nicht so fies! Ich wollte eine fiese Attacke, ich habe eine fiese Attacke bekommen. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Na gut. Probieren wir es noch ein paar Mal. Dann probieren wir es einfach mal. Jetzt ein weiteres schönes Mal. Ja, wir haben noch genug Zeit für ungefähr einmal. So, und dann muss ich mir Gedanken machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Aufnahmeeinstellungen hier sind. Ob ich hier mit 30 oder mit 60 FPS aufnehme. Keine Ahnung, keine Ahnung. Naja, was soll's, was soll's. Dark Souls halt. Wieder unsere mächtige Überwaffe ausrüsten. Die ist halt wirklich sehr, sehr praktisch für diesen Kampf. Oh Gott! Fast gestorben, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Das ist mir das Schönste. Die Waffe ist halt deswegen praktisch, weil sie halt extrem lang ist und, naja, auch recht guten Schaden macht. Vielleicht ist das ja schon aufgefallen. Schnell zu unserer Leiche hinrennen. Bestimmt gibt es da ganz tolle Sachen zu finden. Ja, total. Nichts. Ich lebe. Nicht mehr lange. Ich sollte meine Prioritäten setzen. Rennen, 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 rennen. Oh Gott, Wand. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, heilen. Läuft gerade nicht gut. Okay. Immerhin schon mal zum Drittel down bekommen. Das ist unglaublich eigentlich. Und nur 2 Estes verschwendet. Okay, wir sind gestorben. Nur 2 Estes verschwendet. Wie mache ich das jetzt? Ich laufe noch mal hin. Beende dann den Part und werde dann erstmal ein paar Folgen rendern. Ja, so werde ich es machen. Dann lasse ich einfach 3 Stück parallel laufen und dann sind die ungefähr zeitgleich fertig und das wird alles. Okay. Alles kein Problem, das schaffen wir. Oder beziehungsweise ich. Oder beziehungsweise ihr werdet es bald sehen. Hoffentlich, endlich. Nein! Ah, egal. Kein Schaden bekommen. Wir laufen einfach durch. Wir laufen einfach durch. Lala, wir laufen einfach durch. Lala, 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 lala. Wir laufen einfach durch. Durch, durch. Kann ich das Wasser anzünden? Aua. Ihr Wolf haben mir wehgetan. Aua. Nein. Hört auf. Ich will nicht mit euch spielen. Ich will nur durch den Nebel hier. Ihr könnt mir ja folgen, wenn ihr wollt.
Ja, so muss das sein. Na gut, dann bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zusehen und so weiter und so fort. Im nächsten Part werden wir dann hier runtergehen und uns nochmal um Calamith versuchen zu kümmern. Bis dahin und ciao, ciao.